Die soziale Arbeit in Österreich im 20. Jahrhundert ist voller spannender und interessanter Geschichten und Lebensgeschichten. Also Pionierinnen und Pioniere, die mit ihren Schriften, mit ihrer Arbeit, mit ihren Theorien einen enormen Erfahrungsschatz hinterlassen haben. In der Praxis der Sozialarbeit geht es um die Betreuung und Beratung von Menschen in psychosozialen Notlagen. Neben Faktenwissen und methodischem Wissen brauchen die Sozialarbeiter Orientierungswissen und dieses finden Sie in unserer Reihe über die Geschichte der Sozialarbeit vor. Mit unserer Schriftenreihe wollen wir an diese Pionierinnen und Pioniere erinnern und vielleicht gelingt uns gar eine Verführung zum Innehalten, zum Lesen, gerade in Zeiten des Aktionismus.